Juhu, und damit herzlich willkommen zur 11. Folge. Erstmal wieder 80er Jahre Musik. Das macht die Stimmung ein bisschen besser. Na komm. Wir schauen uns heute wieder die Höhle an, nachdem wir in der letzten Folge das Spiel wie ein Pro-Gamer durchgespielt haben. War mir einfach ein bisschen langweilig und haben gedacht, das ist aber normal, das macht ja nichts. Das Spiel ist an sich ja sehr lustig. Und wir konnten jetzt, wir erkunden jetzt nochmal die Höhle. Und mal gucken, was wir da finden. Und wir gucken mal, wo wir überhaupt reingehen. Hier haben wir noch ein Lager. Ein paar Koffer können wir natürlich auch nochmal öffnen. Bisschen Medizin brauchen wir wahrscheinlich immer. Und ihr habt ja gesehen, die Ureinwohner sind da um einiges... was haben wir hier? Sind da um einiges schlimmer dran, drauf. Was haben wir hier? Eine Batterie? Nee. Ein Smartphone irgendwie, was? Aus den 80ern so ein Handy. Warte, was steht da drauf? Gas? Ach, das ist für Gas. So ein Gasbehälter oder sowas. So ein Gasanschluss. Warum man den mitnehmen muss, weiß ich auch nicht. Der macht also wahrscheinlich künstliches Gas oder so. Was, wahrscheinlich für ein Feuer oder so. Ich weiß es nicht. So. Na toll. Komm, dich brauchen wir nicht beachten. Kriegt sowieso keine Beachtung von mir. Da hinten sind noch mehrere. Noch mehr meine ich. Ja, bin ich mal gespannt. Boah, wann ist diese Musik eigentlich vorbei? Zigarrenmusik, ey. Ich pumpe mal ein bisschen Energie. So. Könnte doch gut ein Höhleneingang sein, oder? Ich meine, das wird sich hier anbieten, so ein bisschen. Nein. Jetzt ist alles so ruhig. Hier im Gebirge wird auch kein Höhleneingang sein, ne? Der ist schon wieder am Schnaufen, obwohl ich den eben eine Cola gegeben habe. Mann, Mann, Mann. Tja, ist jetzt die Frage, wo finden wir einen Höhleneingang, ne? Können wir jetzt ein bisschen suchen. Ich weiß es nicht.
Scheiße. Da unten. Haben wir hier einen Höhleneingang? Ne, nix. Nix da. Gar nix. Was machen die? Ich glaube, wir gehen mal ein bisschen. Wir gehen mal in einem großen Bogen rum. Das Gefühl, dass da oben vielleicht eine sein könnte, eine Höhle, weil das so gebirgig aussieht. Noch haben die uns nicht gesehen. Okay, schöner Tümpel. Na komm, kommst du hoch? Ja. Perfekt. So, wo sind die jetzt? Weiß ich nicht, möchte ich auch nicht wissen. So. Ich weiß gar nicht, wo ich hinrenne. Guck jetzt überall nach einer kleinen Höhle oder einem Höhleneingang. Tja. Ich dachte, da wäre gerade jemand. Hui. Gehen wir mal in die Richtung weiter. Das ist ein eingeborenes Dorf. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist. Wohl eher nicht, ne? Der Höhleneingang sein, Mensch. Warum denn nicht? Warum finde ich jetzt hier keinen? Bei dem haupteingeborenen Dorf, da ist doch bestimmt einer, ne? Und wie kommen wir da jetzt wieder hin? Was haben wir hier denn? Jesus? Jesus. Rechts von uns. Und eine Höhle. Na komm. Der muss die Höhle gerade mal laden. So, jetzt. Cool, mit Taschenlampe verziert. Und cool, mit einem Effigy hier vor. Wir wissen ja jetzt, dass wir diese Holzdinger kaputt schlagen können. Jetzt wird's interessant. Wir sollten schon mal so ein bisschen drauf vorbereiten. Ich finde Molotovs sind jetzt in dem Fall sehr gut zu gebrauchen. Na komm. Ja, komm. Sehr schön. Wollen wir doch mal. Hallo? Danke. Ich komme da eben nicht weiter. Und hier hängen wieder diese Menschen. Massen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich das hier schon kenne. Nee, kenne ich doch nicht. Oh Gott, geht das da weit runter? Okay. Es geht verdammt weit runter da. Ob wir hier lebend wieder rauskommen.
Ich schaue mich natürlich hier so gerne so ein bisschen um. Hier waren wir definitiv noch nicht. Kann das sein, dass ich die Angreifmusik höre, dass hier jemand in der Nähe ist? Was? Okay, wir haben nichts abbekommen. Ich will nicht so viele Molotovs verbrauchen. Ich habe schon 3 oder 4 Stück verbraucht. Hier weiter. Es geht hier weiter. Boah, ist das eng und spannend. Na komm. So crouchen, sagt er mir. Wo sind wir jetzt? Guck mal, was hier auf dem Tisch liegt. Lecker was zu essen. Medizin, alles haben wir hier. Oh Gott. Alter, pfui. Na, du bist aber ganz nett. So. Okay. Ich möchte wissen, wer die so zugerichtet hat. Das möchte ich sehr gerne wissen. Eine Flare Gun haben wir wieder. Mit 3 Schuss oder was war das? Komisch, ich höre den Wald von hier. Ich glaube, da hinten geht's weiter. Oder? Hier geht's doch weiter. Na komm. Der kommt da wieder nicht längs. Komm schon. Hier geht's tatsächlich weiter. Huch. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Das ist das Meer. Gehe ich nicht längs. Ich glaube, hier sollen wir nicht längs gehen. Hier sollen wir so nicht längs gehen. Habe ich gerade so das Gefühl. So, wo geht's aber hier weiter? Da hinten? Ich verstehe das nicht so ganz. Warum geht's hier nicht weiter?
gut, okay, ist eine Höhle, muss ja nicht weitergehen, aber. Gut. Nehmen wir jetzt wieder von dahin, wo wir zurückgekommen sind. Was ist das? Na komm schon, der hakt wieder überall. Hallo! Würdest du mal... Backspiel, scheiß Backspiel. Sind wir hier? Gut. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich längs laufen muss. Ich habe keine Ahnung. Ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Kopf. Ich weiß nicht, wo wir weiter müssen oder wo wir lang müssen. Da ist auch nichts. Sind wir runtergegangen, ne? Weiß ich nicht. Ich muss nochmal. Kenne ich das hier? Ja, von hier sind wir gekommen eben gerade. Hier längst wieder nach draußen, ne? Oder? Wieder nach draußen. Mann, diese Höhlen sind so blöd abgeschnitten, so alle. Die sind gar nicht miteinander verbunden oder so. Ich glaube, dass es mehrere Höhlen gibt hier. So, jetzt sind wir wieder draußen. Ich guck mal, ob hier jemand ist. Ich würde tatsächlich in der nächsten Folge gerne weiterspielen. Das heißt, wir gucken in der nächsten Folge wieder nach ein paar Höhlen und dann, lasse ich das erstmal so. Also, boah, diese Höhle war jetzt ein bisschen groß, sind wir aber wieder rausgekommen zum Glück. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut! Ciao, mit einem Reh.